Ja, vielen Dank, Herr Scholl, vielen Dank, Oliver, für die Begrüßung. Es steht ja da noch auch in Kooperation mit Wirtschaftssenioren und ehemaligen Wirtschaftssenioren. Einige sind ja da, aber ich hätte angenommen, dass mehr kommen, gerade die jüngeren Bürgerinnen und Bürger, die ja noch viel mehr mitgestalten können als wir Alten. Hätte ich schon gehofft, dass eine größere Präsenz da sein wird, aber ist nicht der Fall. Deswegen freue ich mich aber, mit Ihnen in den Dialog eintreten zu können über das Thema. Initiiert worden ist es übrigens von Albert Hettrich. Wir sind im Frühjahr, die beiden Ehepaare, spazieren gegangen, kamen unter anderem auf dieses Thema. Und da habe ich im Nachgang meine PowerPoint-Präsentation mal zur Verfügung gestellt und habe gesagt, das müsste doch ein Thema sein für die Unionsstiftung, für eine politische Stiftung, sich mit dieser Thematik zu befassen, weil es ja unter den Fingernägeln brennt. Ja. So, und zu den biografischen Daten. Ich bin also geborener Berliner, 1942, mitten im Krieg. Wir sind dann mitten im Krieg, waren wir in Derschau bei Danzig. Mit dem letzten Zug kamen meine Mutter und meine Schwester mit mir dann nach Berlin zurück. Und von Berlin sind wir dann 1946 nach Glückstadt an die Elbe gekommen. Damals habe ich Spitzenstein angesprochen und kam ins erste Schuljahr. Dann kamen wir nach Glückstadt, nach Arenberg bei Koblenz, deswegen der Hinweis auf Rheinland-Pfalz, Oliver. Und in Koblenz habe ich das Gottesgymnasium damals besucht. Und ab Quinta war ich dann in Dortmund. Und deswegen entschuldige ich mich bei allen Saarländern, dass ich BVB-Fan bin. Leider haben sie gegen Real Madrid nicht gewinnen können. Und nach Dortmund, nach dem Abitur, habe ich dann studiert in Berlin, Saarbrücken und in Münster. Und dann nach Münster war ich dann bei VW in Wolfsburg. Und nach Wolfsburg, nach der Industrieerfahrung, kam ich dann nach 1972 ins Saarland. Und nach der Definition von Peter Müller, die ich gerne zitiere, nach seinem Bonmot, wenn einer mindestens 30 Jahre im Saarland gelebt und gearbeitet hat, ist er Saarländer. Das habe ich damals da war ich erst 30 Jahre im Saarland, habe ich das im Norddeutschen mal zum Besten gegeben, haben die Leute mich groß angeguckt, haben gesagt, nee, bei uns dauert das mindestens 60 Jahre. Und das ist ein Kompliment an dieses Land, an Land und Leute, dass das eben bei uns nur 30 Jahre dauert und dann ist man entsprechend Saarländer. So, die anderen Daten hat Oliver genannt, da brauche ich nicht weiter darauf einzugehen. Ich freue mich für Ihr Interesse und hoffe auch auf einen regen Dialog. Ich fange mal an mit vier Zitaten. Das erste ist, das kennen Sie alle, das Böckenförde-Diktum. Vor über 50 Jahren hat der ehemalige Bundesverfassungsrichter Ernst Wolfgang Böckenförde wie folgt formuliert: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. In einem Interview von 2022 äußert sich der Philosoph Peter Sloterdijk. Also den Böckenförder haben Sie gut verstanden. Jetzt nehmen Sie mal das Interview mit dem Herrn Sloterdijk. Die Demokratie beruht auf der erhabenen Fiktion, dass das Wählervolk aus politisch kompetenten, das heißt also urteilsfähigen Bürgern sich zusammensetzt. Ohne eine solche erhabene Fiktionalisierung kann das ganze Unternehmen Demokratie nicht funktionieren. Und im selben Jahr äußert sich Jürgen Habermas in einem Buch: Die liberale Demokratie ist deshalb eine so anspruchsvolle und fragile Staatsform, weil sie nur durch die Köpfe ihrer Bürger hindurch realisiert werden kann. Das heißt, wir sind jedes Mal angesprochen und nicht nur eine bestimmte Gruppe. Die große Dame des politischen Liberalismus, kurz vor ihrem Tod, sie ist 95 Jahre alt geworden, kurz vor ihrem Tod 2016 hat sie wie folgt formuliert: Unsere Parteiendemokratie funktioniert in ihren äußeren Abläufen, aber sie verliert sowohl an Erneuerungs- und Gestaltungskraft nach innen als auch das Vertrauen der Bürgergesellschaft.
Das für den Anfang. Eine Agenda, die ich vorhabe mit Ihnen. Moment, jetzt muss ich gucken, dass ich mich hier tue. Sind diese Punkte, Anlässe, Stolpersteine, Impuls, um über diese Frage nachzudenken. Wie können wir die Demokratie stärken? Die Debatte hat in jüngster Zeit an Fahrt gewonnen. Inzwischen wirklich mit Volldampf. Denn Möglichkeiten auf kommunaler, regionaler Ebene, Möglichkeiten auf Bundesebene und dann kurz zum Schluss Demokratie als lernendes System und Aufgabe der Bürgergesellschaft. So, Ende der 60er Jahre, ich war noch Assistent an der Uni in Münster. Ne, Plisch und Plum, die Älteren wissen das, Schiller und Strauß, große Steuerreform. Ist nie geschafft worden, bis heute nicht. Wir haben kein einfaches, transparentes, durchschaubares Steuerrecht. Der Manfred Schäfer, als ich ins Saarland kam, der damalige Wirtschaftsminister, später IHK-Präsident, hat gesagt, wenn die Bürger wüssten, wie das Steuerrecht, das Steuersystem aufgebaut ist, gäbe es Revolution. Ne? Da habe ich mir immer gefragt, woran liegt das, dass unser Parteiensystem, unser plurales System es nicht schafft, eine solche Steuerreform durchzusetzen. Nehmen Sie ein anderes Beispiel, Gewerbesteuerreform. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen bei Wolfgang Schäuble in der Biografie, dass Sie so weit waren. Und dann hat die Lobby, der steht im Gemeindetag. Ich dachte immer, es waren Petra Roth, Frankfurt und der Uda aus München. Aber in der Biografie steht drin, die Roth hätte sich anschließend bei ihm entschuldigt, dass es nicht geklappt hat, aber der Uda war dagegen. Das heißt, wie kann das sein, dass eine solche Lobbygruppe wie der Städte- und Gemeindetag es verhindert, dass eine vernünftige Sache, Gewerbesteuer zu transformieren zu einer kommunalen Abgabe, was vorher war, was auf der Agenda schon war, nicht durchsetzbar war. Und viele andere Dinge. Im Steuerrecht, ne, dann gibt es ja diesen schönen Satz, der Fiskus ist selbst nicht mehr in der Lage, das Vorschriftendickicht im Steuerbereich zu durchschauen, was er selbst geschaffen hat. So, das sind ja so Dinge, darüber nachzudenken, woran liegt das? Liegt das möglicherweise an dem demokratischen System, so wie wir es verfasst haben? So, das nächste ist mit dem Sozialstaat. Rechte im Sinne von Freiheit und Pflichten im Sinne von Verantwortung haben wir nicht mehr im Gleichgewicht. Das ist eine Asymmetrie. Und die politische Klasse, die hier gleich kommt, ne, die hat auch immer den Bürgern bestimmte Rechte, Ansprüche, ne, Rechte im Sinne der Ansprüche des Einzelnen an die Gesellschaft immer gesagt, aber nie auch gleichzeitig mal was eingefordert. Sodass das typische Beispiel dafür ist ja dann wirklich das Bürgergeld, was völlig, sage ich nochmal, wenn die Bevölkerung insgesamt darüber sich zu einer Position hätte durchringen müssen, wäre was anderes rausgekommen, als die Ampel gemacht hat. Ne? Der Konsens in der Breite der Bevölkerung ist ein anderer, als er sich widerspiegelt in der Ampel. Beim Sozialstaat steht es in der Literatur soweit, es gibt inzwischen, was den Sozialstaat angeht, das Gebot der maximalen Unzumutbarkeit. Und wenn die beiden Landräte, haben Sie vor kurzem ja in der Saarbrücker Zeitung lesen können, Rechtenwald und Lauer, quasi so einen Aufschrei gemacht haben. Die Bürger tun so, als ob wir alles lösen können, dass der Staat alles lösen kann. Muss man fragen, woran liegt es, dass es so weit gekommen ist? So, Entstehung einer Politikerklasse und das ist auch deutlich zu machen, hier geht es nicht gegen eine einzelne Person, sondern ich spreche über das System, wie sich es entwickelt hat. Wir haben, das gibt das Bonmot, um das deutlich zu machen, vom Kreissaal über den Plenarsaal in den Hörsaal. Das andere Bonmot ist von der Diät von der BAföG in die Diät. Ne? Und ich bringe nachher noch Literaturangaben. Schon 1991, 92 haben zwei sehr bekannte Politiker in Deutschland, das eine war ein Bundespräsident, der Richard von Weizsäcker, und das andere war der Bundesfinanzminister und Bundesverteidigungsminister Hans Apel, haben fast zeitgleich zwei Bücher veröffentlicht, und da konnten Sie nachlesen, können Sie heute noch nachlesen. Das kann nicht sein, dass sich da eine Politikerklasse entwickelt hat, die zu einer Repräsentationslücke geführt hat. Das ist nicht mehr das Spiegelbild der Gesellschaft, was sich in den Landtagen, im Bundestag spiegelt. Und es fehlt auch an Kompetenzen. Vor 30 Jahren kritisiert, geschehen ist nichts, im Gegenteil ist schlimmer geworden. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang, was Kompetenzen angeht,
an einer Begegnung hier im Saarland. SAP damals, damals noch DAKOS, aber SAP hatte schon 49% Anteil, hatte eine Jubiläumsveranstaltung und der Vorstand von einer der Vorstände von SAP kam, hat einen Festvortrag gehalten und hat dann gesagt, im Beisein des Ministerpräsidenten Lafontaine, der in der ersten Reihe saß, hat gesagt, in Deutschland gibt es weder in der öffentlichen Verwaltung noch in der Politik jemanden, mit dem wir auf Augenhöhe über die Probleme unserer Branche sprechen können. 2018 habe ich einen runden Tisch moderiert gehabt für die Stiftung Lebendige Stadt, Thema Digitale Stadt. Ein Impulsreferat wurde gegeben von dem zuständigen SAP-Mann für Deutschland. Habe ich ihm diese Story erzählt und er hat gesagt, es gehört genauso. Und es ist ja auch kein Wunder, dass wir in der Digitalisierung hinterherlaufen, ne? Dass wir Schlusslicht sind in Europa, liegt daran, dass die Kompetenzen nicht in der öffentlichen Verwaltung und im politischen Bereich mehr gegeben sind. Vielleicht zur Politikerklasse, das muss ich jetzt vortragen und auch zitieren. Friedrich Merz 2018, lange bevor überhaupt absehbar war, dass er nochmal in führende Position kommt bei der CDU. Was entgegnen Sie Kritikern Ihres Einkommens oder Vermögens? Da sagt er, es ist doch ziemlich erstaunlich, man gerät unter Rechtfertigungszwang, wenn man in seinem Beruf erfolgreich ist. Zugleich muss man sich in der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr erklären, wenn man ohne Berufsabschluss und ohne jeden beruflichen Hintergrund ein politisches Mandat wahrnimmt und dann von der Politik wirtschaftlich völlig abhängig wird. Eigentlich sollte doch der Grundsatz gelten, wer im Beruf Erfolg hat, taugt grundsätzlich auch für die Politik. Ich habe meinen Beruf gern und nicht ganz ohne Erfolg ausgeübt. Und diesem Land auch immer meine Steuern bezahlt. Das ist in Ordnung so. Aber ich will mich dafür nicht auch noch entschuldigen müssen. Na, 2018, nachdenkenswert. Also die Politikerklasse. Und es geht nicht gegen den Einzelnen, sondern das System hat dazu geführt, dass es diese Politikerklasse und dass wir als Bürger dann auch einfach meinen, die haben das Monopol, was die politische Willensbildung und Meinungsbildung angeht. Und wir Bürger tun auch so, als ob wir, ob da die Arbeitsteilung da ist, ne, zwischen den Bürgern, den Wählern und der Politikerklasse. So, das ist auch ein Versagen der Bürgergesellschaft, dass es dazu gekommen ist. So, denn Zersplitterung der Parteienlandschaft ist natürlich ein Indikator, ein Stolperstein, wo man nachdenken muss, müssen wir nicht die Systembedingungen verändern, damit diese Zersplitterung aufhört, denn je zersplitterter die Parteienlandschaft ist, umso weniger regierungsfähig werden wir. Keine Regierung ist mehr stabil. Was wir jetzt bei der Ampel erleben, ist ja nicht die Ausnahme, ist die Regel bei Koalitionen, wenn zwei oder drei Partner da sind. Also müssen wir da was ändern. Denn Überhang- und Ausgleichsmandate, bis jetzt keine Lösung. Die Lösung, die Ampel vorhat, verschlimmert das Problem. Gehe ich nachher nochmal drauf ein. Aber die Frage ist ja auch wieder, warum? Warum hat unser demokratisches System, so wie es sich entwickelt hat, es nicht geschafft, ein transparentes Wahlrecht zu schaffen? Ein einfaches auch. Das für jedermann nachvollziehbar ist, was mit seiner Stimme passiert. Komme ich nachher auch nochmal drauf zurück. Denn gefährden soziale Netze die Demokratie? Sie sehen hier das Zitat von dem Rolf Brinkhaus, dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion. Ich habe gestern noch eine Analyse gelesen in The Pioneer bei Steingarts Morning Briefing, über dass die AfD TikTok wunderbar beherrscht und managen kann. Und deswegen war der Jugendanteil bei AfD-Wählern der Europawahl so hoch, weil die das gekonnt, kompetent machen. Auf jeden Fall über die sozialen Netze und auch über die nächsten da, die GAFAs, die Googles, die Amazons und so weiter, muss man fragen, diese Monopolstellung, die sich da entwickelt hat. Inzwischen ist ja die EU-Kommission jeweils so weit, dass sie das als Thema aufgegriffen hat und sich darum kümmert. Aber natürlich Gefahr für die Demokratie. So, denn Populismus, Extremismus, Wiederkehr von Nationalismus, selbstverständlich, man muss wissen, in der Schule, weiß nicht, wie das den Jüngeren unter uns geht, aber bei mir war es so, wir haben gelernt, Weimar ist an der Verfassung gescheitert. Inzwischen haben die Historiker ermittelt, Weimar ist nicht an der Verfassung gescheitert. Weimar ist gescheitert, weil es die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung antidemokratische Parteien gewählt hat.
So, und deswegen gehen wir noch zurück auf Böckenförde, ne, und das Zitat von Sloterdijk, dann fällt einem das nochmal ein. Die Staatsrechtler, die Verfassungsrechtler sehen das inzwischen ein. Es war nicht eine Verfassungsfrage, es war eine Frage des Wahlverhaltens der Bürgergesellschaft. So, dann, und dann neuerdings natürlich stolpert man auch darüber, wie reagiert die liberale Demokratie auf die Funktionstüchtigkeit autoritärer Systeme. Ne? Überall hört man, in China geht das ruckzuck und warum tun wir uns so schwer? So, was muss man ändern? Was muss man ändern, dass auch eine liberale Demokratie effizient arbeitet, schnell arbeiten kann? Alles Fragen, die ich jetzt noch kurz behandeln werde. So, mein Credo ist einmal von Popper, das ist so Anfang der 70er Jahre veröffentlicht worden, die Möglichkeit, die Regierung ohne Schüsse abzusetzen, ist das Wichtigste an der Demokratie. Alles andere hängt an den Bürgern, an den Demokraten, und das sind wir. Die Demokratie kann nicht besser sein als die Demokraten. Es sind die Demokraten, die für die Verbesserung arbeiten müssen. Das ist das Entscheidende. Es ist Unsinn, sich über die Demokratie zu beklagen. Die Antwort auf so eine Klage ist, was hast du getan, um die Demokratie zu verbessern? Und das ist jeder Einzelne von uns angesprochen. Was hast du getan? Und jüngst Hans-Jürgen Papier, auch einer der ehemaligen Verfassungsrichter, in seinem Buch Die Warnung, ich bringe nachher nochmal das Buch ausführlich, demokratiefeindlichen Gruppierungen kann man den Wind nur aus den Segeln nehmen, wenn man die verfassungsmäßige, rechtsstaatlich-demokratische Ordnung der Bundesrepublik stärkt. Fundierte Kritik und rechtzeitige Reformen sind dafür notwendig. Ich betone auf rechtzeitig. Wenn wir nicht rechtzeitig das institutionelle Gefüge unserer Demokratie verändern, um antidemokratische Tendenzen zu verringern, wird das, was wir beobachtet haben jetzt bei den Wahlen, schlimmer werden. Schlimmer werden. Von Papier kommt übrigens auch der Satz, er ist fest davon überzeugt, dass die Ränder, die sich entwickelt haben, das Versagen der großen Parteien ist, der Volksparteien ist. Und das hängt ab mit der Politikerklasse, hängt ab mit zusammen. Wissen Sie, was ich eben gemacht habe? So, gibt es Möglichkeiten oder gilt Tina, ne? There is no alternative? Bundeskanzlerin hat immer alternativlos gesagt, Schröder hat basta gesagt. Oder gibt es Alternativen? Ne? Glauben wir, dass, wie das Grundgesetz ist, in alle Ewigkeit fest verankert hat, die Struktur, ist es so oder gibt es Veränderungsmöglichkeiten? So, dass das Thema jetzt an Fahrt aufgenommen hat, sind sie in der Literatur. Als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, war 1981 Friedrich Aus von Hayek, dann sehen Sie Hans Apel, Richard von Weizsäcker, ne? Und dann auf einmal ging es los, so ab 2016 habe ich das kaum noch alles selbst mitverfolgen können. Es gibt viel mehr Literatur, als die hier sind. Die habe ich alle selbst gelesen. Zwischenzeitlich, so ab 2016, hat Joachim Gauck, der ehemalige Bundespräsident, frühzeitig angefangen, sich mit dieser Thematik zu befassen. Er hat gesagt, wir müssen Demokratie erziehen. Wir müssen im Kindergarten schon anfangen. In der Schule weiter, in den Universitäten. Wir müssen uns um die Demokratie kümmern. Und in dem Zusammenhang sagt mein Freund und Kuratoriumsmitglied bei WIN, Herbert Huhe, immer, man müsste schon in der Schule einführen, das Schulfach Grundgesetz. Ich habe das vor kurzem mit jungen Leuten diskutieren können, haben die gesagt, sie haben völlig recht. Muss sein. Ich erinnere mich, als ich Abitur gemacht habe, wir haben zum Schluss bei der Abiturfeier die nordrhein-westfälische Verfassung und das Grundgesetz geschenkt gekriegt. Ein Jahr später, wenn ein Klassentreffen war mit den Lehrern, habe ich mich beschwert, warum haben wir eigentlich über die Verfassung des Landes und des Bundes nie im Unterricht was erfahren? So, Grundgesetz als Unterrichtsfach und er fügt hinzu, zu Recht, ich könnte mich dieser Position anschließen, jeder, der Bürger werden will in Deutschland, muss sich auf das Grundgesetz verpflichten. Und das kann er erst, wenn er es gelernt hat in der Schule. Also ich halte das für gut, Schulfach, Grundgesetz in der Schule. Manches kann man dann wegkürzen, was heute gelehrt wird, aber das ist wichtig für die Stabilität, für die Demokratie. Ne? Demokratie gehört für die Köpfe der Menschen, ist das unheimlich, unheimlich wichtig. So, also Gauck hat sich mit dieser Thematik befasst und sein Nachfolger Steinmeier auch. Hat sich so ab 2018 ist er Bundespräsident geworden. Und er hat sogar ein Forum Bellevue
zur Zukunft der Demokratie eingerichtet und hat die Autoren, die Sie da sehen, einige von denen, auch eingeladen. Inzwischen gibt es dieses Format zur Zukunft der Demokratie, in der Forum Bellevue zur Zukunft der Demokratie, 10-mal. Inzwischen gibt es eine Veröffentlichung dieser verschiedenen Beiträge, 2022, ist jetzt hier noch nicht aufgeführt, habe es jetzt noch vor kurzem bestellt, ist das Buch veröffentlicht worden. Also Sie sehen aber nur daran, wenn die Spitze, wenn ein Verfassungsorgan sich so prioritär mit dieser Frage befasst, ne? Gauck wie Steinmeier, SPD-Mann wie CDU-Mann, dann müssen wir uns darum kümmern. Da brennt was an, sonst würden die sich nicht darum kümmern. Das ist ein Riesenthema. So, ich komme weiter. Also er hat zum Beispiel den Lewitzki eingeladen, den Jean Mauck war eingeladen. Wenn Sie sich einen sehr nüchternen Überblick verschaffen wollen, dann empfehle ich Hans-Peter Bull, Was soll, was kann Demokratie? Ein sehr guter Überblick über die ganze Thematik. Aber Sie sehen, es geht weiter. Denn Hans-Jürgen Papi habe ich erwähnt, die Warnung, wie der Rechtsstaat ausgehöhlt wird. Und dass man sich rechtzeitig um die Verfassung kümmern muss, um die Veränderung herbeiführen muss. So, die 2022 habe ich noch nicht richtig auffüllen können, bin ich noch nicht zugekommen. Und dann wichtig war, den einzigen FAZ-Artikel, den ich hier zitiert habe, ist von dem Friedolf Hufen, ehemaliger Verfassungsrichter in Rheinland-Pfalz, eine wirkliche Gefahr für die Verfassung. Keine wirkliche Gefahr für die Verfassung, das war schon mal beruhigend bezogen auf die Wahl der Verfassungsrichter. Aber da finde ich gut, was Peter Müller mir in einem Dialog mal gesagt hat. Richtig ist diese 12 Jahre festschreiben im Grundgesetz, ne? Nicht nur in dem einfachen Gesetz, sondern im Grundgesetz. Aber die Wahl der Verfassungsrichter, 6 auf Bundesebene, 6 über den Bundesrat, das nicht ins Grundgesetz reinzuschreiben, dann sagte er, das war ganz einfach, da braucht man nur gesunden Menschenverstand. Hat er gesagt, wenn die AfD und Linken und Wagenknecht auf einmal mehr als ein Drittel haben, würden wir nicht mehr keinen Verfassungsrichter mehr wählen können. Deswegen die Wahl des Verfassungsrichters ruhig über einfaches Gesetz zulassen, aber die 12 Jahre festschreiben. So. Also Literatur sollte nur deutlich machen, das Thema, ne, als ich vor 30 Jahren mich damit beschäftigt habe, bin ich ja blöd angeguckt worden, was willst du überhaupt? Heute ist es, können die Tageszeitung aufschlagen, wo die Litfaßsäulen anschauen, das Thema ist in aller Munde und wir müssen uns darum kümmern und dürfen das nicht nur der Politikerklasse, nicht nur den Parteien überlassen. Wir Bürger müssen uns darum kümmern. So, welche Möglichkeiten gibt es? Nehmen wir den Saarländischen Landtag. Der nächste Landtag ist Schleswig-Holstein. Da sind ein Mandat auf 50.000 Einwohner. Wir haben, ne, etwas unter 1 Million inzwischen, sagen wir, rund 20.000 Einwohner, je Mandat. Da kann man sagen, das ist zu viel. Entweder Sie reduzieren das oder Sie machen Teilzeit. Meine Empfehlung, also ich wäre für Teilzeit aus verschiedenen Gründen. Stichwort ist Repräsentationslücke, ne, Politikerklasse. Wenn Sie aber Teilzeit machen, haben Sie dann die Breite der Bevölkerung wiedergespiegelt. Das heißt, Sie kriegen ganz andere Erfahrungen in die Debatten rein und nicht da als die Politikerklasse und da als der Rest der Gesellschaft. So, abgewandelter Vorschlag stammt auch von Herbert Huber, dem Kuratoriumsmitglied von WIN. Ne? Zahl der Mandate in Abhängigkeit von der Wahlbeteiligung. Ist inzwischen, auch in der juristischen und Staatsrechtsliteratur, findet man diesen Vorschlag wieder. Wahrscheinlich, du wirst nicht zitiert, Herbert. Also, denn Wahlrechtsreform mehr in Richtung Personen statt Parteien. Natürlich werden die Parteien sich da engagieren und Parteien sind notwendig, Parteien sind wichtig, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, aber wir brauchen eben mehr Bezug zwischen Wählern und den Gewählten und deswegen mehr in Richtung Personenwahl statt Parteienwahl. Hinter der Person steht dann natürlich die Partei, Klammer auf CDU, Klammer auf und so weiter. So, mehr Partizipation der Bürger ist immer das Thema, die Bürger mitnehmen. Die Bürger mitnehmen. Wir müssen die Bürger abholen. Was heißt das? So, deswegen gibt es im Grunde genommen 2 Verfahren. Das eine Verfahren ist die direkte Demokratie. Da gibt es 2 Unterformen. Einmal Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid. Oder es geht von Top-Down, das ist dann Referendum. Ja, aber beides vom Ergebnis ist direkte Demokratie. Bei einfachen Sachverhalten sage ich Ihnen ja, wäre ich auch dafür, aber bei komplexen Angelegenheiten nein. Zum Beispiel Gymnasium 8 oder 9 kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten.
Das ist da vielen, so viele Gesichtspunkte, die bei der Rolle spielen, da brauchen Sie einen rationalen Dialog drüber und nicht Abstimmung machen, ja oder nein. Nimbay heißt Not in my backyard und die Steigerung davon ist Banana build absolutely nothing anywhere near anybody. Und dann geht nichts mehr. Dann geht nichts mehr. Sie sehen das über, und die, das Vorschriftendickicht, kommen nachher vielleicht nochmal drauf zurück, das Vorschriftendickicht ist so breit geworden, dass dann manchmal auch nichts mehr geht. Dass Sie für eine KV, 110 KV-Anlage 10 Jahre brauchen zur Genehmigung und so weiter und so fort. So, denn strukturelle Probleme, dann gehen die zur Wahl, die davon betroffen sind und die anderen halten sich zurück. Oder Sachverstand ist individuell nicht gegeben. Ne? Bei direkten Abfragen. Anfälligkeit gegenüber Kampagnen. Es gibt genug Studien darüber, auch über die Verfahren, die in Deutschland gelaufen sind, in Bayern, in Hessen und so weiter, wie durch Manipulation, durch bestimmte Interessen, die dann mit Geld Kampagnen finanziert haben, bestimmte Meinungen erzeugt worden sind. Oder die Verantwortlichkeiten gefährdet Spaltung der Gesellschaft. Das herausragende Beispiel dafür ist ja Brexit. Brexit wäre nie zustande gekommen, wenn man ein anderes Verfahren, worauf ich gleich zu sprechen komme, eingeführt worden wäre. Brexit ist so komplex, das kann ich nicht mit Ja oder Nein zur Wahl stellen. Und diejenigen, die sich damals durch die Kampagnen haben verführen lassen, selbst Mitglieder der konservativen Partei, haben anschließend ein Jahr später gesagt, ich schäme mich bis zum Ende meines Lebens, dass ich dafür war. Also deswegen die Gefahr von solchen Verfahren ist riesig. So, mehr was lokale Ebene angeht, verweise ich auf Deutschen Städtetag von 2013. Da gibt es genügend Beispiele, was man auf lokaler Ebene machen kann. Also besser sind Verfahren der deliberativen Demokratie. Und das heißt, per Losverfahren wird eine repräsentative, habe ich das verloren hier? Nö, ne? Wird eine repräsentative Stichprobe von Menschen bestimmt, die über ein bestimmtes Thema beraten, eine Position erarbeiten und empfehlen. Und das ist nicht Ersatz des Parlaments, nicht Ersatz des Bundestages oder des Landtages, sondern ist komplementär zur gewählten Versammlung, zur gewählten repräsentativen Versammlung. So, der Vorteil, jeder kann gewählt werden. Das geht ja nach bestimmten Kriterien, ne, dass man Leute Alter, Männlein, Weiblein und so weiter, Beruf. Denn ausgewogene Urteile, dann rationaler Dialog erfolgt. Es geht nicht um die Emotion. Die Emotion wird durch den je länger der Dialog andauert, wird ersetzt durch Ratio, ne, durch Vernunft, durch sachliche Auseinandersetzung. Und auf jeden Fall ist bei einem solchen Verfahren eine stärkere Repräsentation gegeben, als wir sie heute im Bundestag oder im Landtag wiederfinden. So, man hat gute Erfahrungen damit gemacht in Irland, was die Homo-Ehe anging. Man hat in Österreich gute Erfahrungen gemacht. In Baden-Württemberg ist dieses Instrument angewandt worden, weil der Landtag in Baden-Württemberg wollte sich höhere Diäten und Pensionen gewähren. Und da gab es einen Aufschrei und da hat man dieses Instrument, hat der Landtagspräsident in Abstimmung mit den Fraktionen dieses Instrument geschaffen. Und nach Anhörung von Experten und so weiter haben sie eine Empfehlung ausgesprochen. Und dann ist es ja schwer für den Landtag, muss sich mit dieser Empfehlung ja auseinandersetzen, haben das Ergebnis hinterher akzeptiert. So, und ich komme vielleicht nachher nochmal drauf zurück, aber auch Herr Schäuble als Bundestagspräsident hat ja dafür geworben, dieses Instrument auch eingeführt gehabt, als er Bundestagspräsident war. Und dann dachte ich, als er das eingeführt hatte, jetzt befasst er diesen Bürgerrat mit einem konfliktreichen Thema, ne, also Wahlrecht, ist ja konfliktreich, haben die Parteien bis heute nicht geschafft, da ein einfaches, transparentes Wahlrecht zu schaffen. So, was hat er gemacht? Deutschland und die Welt. Seine Nachfolgerin, die Bundestagspräsidentin, jetzige Bundestagspräsidentin, hat auch diesen Bürgerrat als Instrument genutzt. Womit hat sie ihn beschäftigt? Ernährung. Na, aber an sich müsste man dieses Instrument immer dann benutzen, wenn es um konfliktreiche Themen geht. Zum Beispiel im Saarland, weil weder die Opposition noch die Regierung es bis jetzt geschaffen haben, sagen wir, an das Thema Verschlankung der Verwaltung, Verwaltungsreform ranzugehen, würde ein solches Instrument, ne, auf demokratischer Ebene würde hilfreich sein, auch dem jetzigen Gesetzgeber, dem Landtag und der Regierung
eine Empfehlung vorzuschlagen, damit wir Bewegung in das Thema reinkriegen. Ist es konfliktreich? Wenn die Regierung es macht, ist die Opposition sofort dagegen und umgekehrt. Ne? Und die Medien machen dann ihr Spielchen mit. Aber wenn sie dieses Instrument nutzen, und unter Stefan Toscani ist es schon eingeführt worden und die jetzige Landtagspräsidentin nutzt das ja auch. So, aber naheliegend wäre so ein Thema, was konfliktreich ist, was das Parteiensystem nicht schafft, keine vernünftige Lösung produziert, so ein Instrument zu nutzen. Ja. Ja, habe ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind nicht 10, es sind mehr. Na, aber kann ich nochmal nachliefern, muss ich nochmal gucken. Es sind auf jeden Fall mehr. Ne, also es muss ja denn die Repräsentation gewährleistet sein, vom Alter her, vom Beruf her, Männlein, Weiblein und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie das war bei der Ernährung, waren über 100 bestimmt. Aber Frage notiert, habe ich notiert, muss ich nochmal nachprüfen. Vielleicht kann in der Zwischenzeit jemand googeln. So, Möglichkeiten auf Bundesebene. Also erstmal zur Diagnose. Warum beschäftigen wir uns mit dieser Frage? Das Wichtigste, sagen wir, in der Gewaltenteilung und das Wichtigste in der Demokratie sind die Gesetze. Es geht um den Gesetzgebungsprozess. So, und in der Schule haben wir gelernt, Gewaltenteilung, ne? Legislative, Exekutive, Judikative. Und wenn Sie sich die Realität anschauen, so wie sie sich entwickelt hat, hat der Grundgesetzgeber vielleicht gar nicht beabsichtigt gehabt, aber wie sie sich entwickelt hat, haben wir heute diese Gewaltenteilung nicht mehr, denn der Bundestag ist im Grunde genommen Exekutivausschuss der jeweiligen Regierung. Und die Kontrolle der Regierung und der Mehrheit im Bundestag wird übernommen von der Opposition. In Oppositionsparteien. Also diese Gewaltenteilung, die Dreier-Gewaltenteilung hat sich beschränkt letztlich auf zwei. Aber das Ergebnis ist, dass Regierung und Bundestag mit der Mehrheit im Bundestag, mit dem Exekutivausschuss, Gesetze und Recht schaffen können, unter dem sie herrschen. Das hat es noch nie gegeben vorher. Also die Regierung kann sich selbst die Gesetze geben, unter denen sie herrschen will. Die Gewaltenteilung ist aufgehoben. Ein Indiz dafür, dass sich das noch weiter vernetzt hat, ist das Institut der parlamentarischen Staatssekretäre. Stand im Grundgesetz nicht drin, ist später eingeführt worden. Wissen Sie, wie viele es gibt? Inzwischen 37. 37. Und die sorgen dafür, dass zwischen dem Exekutivausschuss und der Regierung alles klar geht. Dass keine Kritik kommt aus dem Bundestag gegenüber der Regierung. Das war irgendwann, muss ich nochmal nachgucken, aber Ende der 60er, Anfang der 60er Jahre schon eingeführt worden. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. War eine kluge eine List der Parteien. Da kann man nichts gegen sagen. Wenn sie selbst in der Funktion wären, würden sie es vielleicht genauso machen. Aber wir betrachten das ja als Bürger. Und ich spreche hier, sage ich nochmal, da habe ich vielleicht vorhin vergessen zu sagen, ich spreche nicht als Politiker. Ich spreche nicht als Staatsrechtlehrer, ich spreche nicht als Politologe, ich spreche nicht als Philosoph, sondern als Bürger Hans-Peter Georgi. So, weil sich das so entwickelt hat, ist das Bundesverfassungsgericht die letzte Rettung. Und manchmal, aber nur die letzte Rettung, wenn es angerufen wird. Ich bringe hier die Story auch mit Friedrich Merz, der hatte einen Vortrag gehalten beim Wirtschaftsrat. Bevor er überhaupt nochmal politische Karriere gemacht hat, das war 2018, 2019, jemals weit vor der Pandemie, einen Vortrag gehalten über die Politik in Deutschland. Kein böses Wort über die Kanzlerin, kein böses Wort. Aber bei Smalltalk hat er gesagt, Herr Georgi, nach seinem Dafürhalten hat die Bundeskanzlerin 3 strategische Fehler gemacht, die auch benannt. Ein Jahr später steht in der FAZ ein Abschiedsartikel drin von dem Friedrich Kirchhoff, dem Bruder von dem Paul Kirchhoff, er war auch Verfassungsrichter, Überschrift an der Verfassung vorbei. Also nach Fukushima raus aus der Kernenergie, ohne Parlamentsbefassung. So, da frage ich mich als Bürger, in der Fraktion saßen doch bestimmt Leute, die anderer Auffassung waren, keine Kritik.
Und in der CDU waren doch bestimmt Leute, die anderer Auffassung waren. Ne? Keine Kritik. Und auch keine andere Partei ist vor das Bundesverfassungsgericht gegangen. Hätten sie machen können. So, Aufhebung der Wehrpflicht. Ohne Befassung des Parlaments. Aber auch da ist keiner vor das Bundesverfassungsgericht gegangen. So, kann nur diese Beispiele nennen. Also Bundesverfassungsgericht als Anker, erst dann, wenn er angerufen wird. So, Kompetenzgerangel, Bundestag, Bundesrat. Der Bundesrat hat sich zum Blockadeinstrument entwickelt und der Bundesrat ist zu einem nicht öffentlichen Bundesgesetzgeber geworden, was von der Verfassung her nicht vorgesehen war, dessen Mitglieder für Landespolitik gewählt wurden. So, und dann bei der Diagnose Anwachsen der Verwaltungsbürokratie. Kommt durch dieses Spiel zusammen. Bundestag mit Regierung, 95% der Gesetze, mehr als 95% werden von der Regierung gemacht. Bundesexekutivausschuss nickt ab. Und im Hintergrund, was ja meistens übersehen wird, wenn man das politische System sich anschaut, ist die Ministerialverwaltung drunter. Ist die Ministerialverwaltung drunter. Kann hier auch ein Bonmot sagen, aus dem Nähkästchen, ist ja lange her. Der Peter Müller hat in der Kabinettssitzung immer gesagt, es muss doch möglich sein, was wir im Kabinett beschlossen haben, dass das nicht der Abteilungsleiter im Innenministerium sagt, geht nicht. Oder der Einspruch erhebt. Und solche Beispiele. Oder jede Partei, auch im Saarland hier, hat ob SPD oder CDU in ihrem Parteiprogramm drin gehabt, Schulen mehr in Richtung Selbstständigkeit zu entwickeln. Kaum war der SPD-Mann oder der CDU-Mann Minister, hat ihn die Exekutive, hat ihn die Ministerialverwaltung kassiert. Nichts mehr draus geworden. So. Möglichkeiten auf Bundesebene. Also erst hier nochmal Sachen. Von dem Niall Ferguson, können Sie in meinem Literaturverzeichnis nachschauen, der Rechtsstaat hat viele Feinde, aber zu den gefährlichsten gehören die Verfasser langer, umfangreicher Gesetzestexte. Denn je umfangreicher sie werden, umso weniger Spontanität wird in einer Gesellschaft zugelassen. Das gilt schon in der Mikrowelt, in meinem Rotary Club, wenn da angefangen worden ist mit Satzungen, immer dicker. Denn wenn Sie alles, oder bei den Wirtschaftsjunioren hatte ich das erlebt, wir haben am Anfang ohne Satzung gelebt. Dann kamen auf einmal ein paar Leute auf die Idee, weiß nicht, ob es Juristen waren, weiß ich nicht, ist auch egal, hier war Satzung zu machen, alles fest. Und sie können ja Grundsätze schreiben, aber oder Organisationsrecht in Unternehmen. Was ich bei VW war das Organisationshandbuch so. Als ich hier ins Saarland kam und war dann Vertreter für die IHK im Saarländischen Rundfunk, war das Organisationshandbuch so. Das heißt, eine Organisation wird unbeweglich. Je mehr sie, so, und das ist ja bei uns mit der Verwaltungsbürokratie. Deswegen Voskohle, ohne das rechtsstaatliche Ethos und das Vertrauen der Gesellschaft in ihr Recht verliert die Einsicht, dass Demokratie mehr bedeutet als die schlichte Vollstreckung des Willens der Mehrheit schneller in Überzeugungskraft. Und das ist ja wichtig, auch zu Demokratie und Rechtsstaat gehören zusammen. So, und wenn der Rechtsstaat über Verordnungsrecht so weit geht, dass die eigene Verwaltung das gar nicht mehr managen kann, dass sie dann Albert Beauftragte braucht und so weiter, oder bestimmte Rechtsverstöße nicht mehr geahndet werden, ne, wenn die Clans mit den Immobiliengeschäften und so weiter, dann verliert der einzelne Bürger das Vertrauen in unseren Staat. So, deswegen muss man das sehr, sehr ernst nehmen. So, Verwaltungsbürokratie, summum bonum, summum malum, bringe ich nur das eine Beispiel. 1990 gab es 5.000 Bauvorschriften. 1990 5.000 Bauvorschriften. Heute sind es 20.000. Und hinter diesen 20.000 Vorschriften müssen sich ja Stellen vorstellen, Beamte, Angestellte. So, und diese Vorschriften alleine im Bau machen 40% der Baukosten aus. 40% der Baukosten. So, jetzt stellen Sie sich vor, wenn Sie im Krankenhaus sind, sind Sie beim Arzt, ne? Sehen Sie, wie die auf einmal Dokumentationspflichten anschwellen bei der Lehre und so weiter, weil die Verwaltung das selbst nicht mehr alles kontrollieren kann, was man in einer Verordnung oder einem Gesetz geschrieben hat. Ne? Schon wird das dann delegiert an denen und sie müssen Dokumentationspflichten erfüllen und so weiter und so fort. Und eine Gesellschaft wird unbeweglich. Sie verzichtet auf Spontanität, auf Flexibilität. So, Schäuble sagt in seiner Biografie dazu, während Bürokratie und Verwaltung unaufhörlich aufgebläht wurden, Bindestrich konsumtive Mittel, Ausrufungszeichen, Bindestrich, marschieren Heerscharen von Consultants durch die Ministerien und öffentlichen Verwaltungen, ohne einen sichtbaren Effekt zu erzielen.
Und Albert Hettrich würde hinzufügen, nicht nur die Herrscher und der Consultants, sondern immer auch die Beauftragten. Das heißt, wir verwalten immer expansiver und das Ergebnis ist nicht sichtbar. Ganz im Gegenteil, es ist sichtbar, dass wir unbeweglich werden. Und an anderer Stelle schreibt Schäuble, deshalb werbe ich weiter für eine breite öffentliche Debatte darüber, wie wir unseren Staat, der durch perfektionistische Überregulierung in vielem einem gefesselten Gulliver gleicht, wieder effizienter machen können. Also wenn er noch leben würde, würde er weiter kämpfen dafür. Aber sie brauchen große Mehrheiten für diesen Kampf. Und wir Bürger müssen ein Interesse daran haben, dass da Veränderungen herbeigeführt werden. Und wir Bürger müssen den Politikern auf die Füße treten. Ständig einladen zum Dialog. Die Politikerklasse alleine wird das nicht schaffen. Und das ist keine Kritik an der Politikerklasse. Eine Kritik im Grunde genommen an der Bürgergesellschaft. So, die Staatsquote. Inzwischen hat sich dann über 50% entwickelt. Und hier haben Sie nochmal Schäuble, was er 2019 schon formuliert hat, das, was ich jetzt gesagt habe, ja in seinem Buch 2024. So, das Grundgesetz wurde als Fundament für einen freiheitlichen, handlungsfähigen Staat geschaffen. Diesen Gedanken sollten wir wieder stärker freilegen, statt uns weiter einzumauern hinter immer neuen Regelungen, die noch detailliertere nach sich ziehen. Wie gesagt, vor 30 Jahren formuliert von Richard von Weizsäcker, von Hans Apel, jetzt nochmal formuliert von Schäuble. Wo ist die Debatte in den Parteien? Wo ist die Debatte in den Parteien? Bei der CDU hat es angefangen. Ich habe extra im Vorfeld der heutigen Veranstaltung mir das neue Grundsatzprogramm der CDU angeguckt. Das letzte Kapitel wimmelt von Vorschlägen, wie man den Staat schlanker, effizienter und so weiter machen kann. Das finde ich schon mal gut. Das finde ich gut. Ich hoffe, dass andere Parteien das Thema auch aufgreifen, damit es im Konsens geht. Und wenn es nicht im Konsens geht, brauchen Sie das Instrument des Bürgerrats. So, Schäuble, jetzt habe ich zitiert nochmal Thomas de Maizière, der nun viel Regierungserfahrung hatte, ne? Der sagt, der sieht das ja auch, wie sich das weiterentwickelt hat. Also die Mutter aller Reform ist die Staatsreform. Hier geht es um das Verhältnis auch Bund und Länder. Warum kommen wir in der Digitalisierung nicht weiter? Meine naive Überlegung war immer an sich die Abteilungsleiter A in den Ministerien auf Länder- und Bundesebene müssten doch die Treiber von Modernisierung sein. Sind sie aber nicht. Warum sind sie das nicht? Muss man nachfragen. Hängt es am öffentlichen Dienstrecht? Hängt es am Beamtengesetz? Und so weiter. Aber es sind Fragen, die man in einem rationalen Dialog mit Fachleuten und so weiter in Ruhe klären muss. So, ein Beispiel, was irgendwann bringt, was auch eingängig ist. Als die Pandemie war, können Sie sich erinnern, die Bundeskanzlerin diskutiert mit 16 Ministerpräsidenten über die Frage, wie viel Quadratmeter im Verbrauchermarkt je Kunde zulässig ist. Dafür brauchen Sie eine unabhängige Einrichtung wie die Bundesbank oder so, die den Auftrag bekommt und die sich darum kümmert. Die Bundeskanzlerin persönlich mit solchen Fragen, die haben ihn auch dazu geführt, zu dieser Aussage, wir müssen den Staat insgesamt reformieren. Also welche Möglichkeiten? Änderung am Wahlsystem. Also IQ-Test und Politiktest kriegen wir nicht durch. Aber politische Einrichtungen, Stiftungen wie die Unionsstiftung und so, können dafür werben und die Leute politikfähig machen. Ne? Deutschland muss insgesamt und Europa muss weltpolitikfähig werden, müssen wir auch den Bürger politikfähig machen können. Dafür sind Stiftungen ja nun auch da. Geheime Abstimmung im Bundestag. Können Sie vergessen, dann geht es in die stillen Kämmerlein. Verlängerung der Legislaturperiode statt 4-5. Kann man darüber diskutieren. Ist auch sicherlich im Konsens machbar. Befristung der Mandate. Das heißt, diese Politikerklasse, so wie sie sich entwickelt hat, ne, können wir dadurch verändern. Wenn wir die Mandate befristen und der Einzelne ist nicht mehr abhängig in seinem Einkommen, was Friedrich Merz vorhin gesagt hat, von Politik, ne, muss auch nicht buhlen jedes Mal bei den Parteien. So, das ist auf jeden Fall ein Thema, was man kurzfristig angehen kann. Denn Verhältnis von Listen und Direktmandaten zugunsten der Direktmandate. Das Bundesverfassungsgericht, habe ich mit Peter Müller vor kurzem auch darüber diskutieren können, das Bundesverfassungsgericht ist für ein klares Grabensystem, nennen die das. Also die Erststimme, die direkt gewählten, 299, ne?
und die anderen 299 über die zweitstimmigen Listen. Also eine klare Trennung, sodass aber keine, wie heute, keine Überhang- und keine Ausgleichsmandate mehr möglich sind. Heute haben wir insgesamt statt 598 Mandate im Bundestag, haben wir wie viel? 735. Nach China, ne? Das Beaumont kennen Sie, das größte Parlament in der Welt. So, bis jetzt nicht geschaffen worden. Und Aufhebung von Erst- und Zweitstimmen. So, Lammert, als er Bundestagspräsident, also vor Schäuble war Lammert, Norbert Lammert, Bundestagspräsident, hat sich in einem Interview dahingehend geäußert, im Bundestag gibt es höchstens 5 Abgeordnete, die unfallfrei erklären können, was mit der Stimme passiert. Und der Professor Isensee, der hier ab und zu auch mal aufgetreten war in der Unionsstiftung, Professor Isensee, einer der bekanntesten Staatsrechtslehrer, gesagt, niemand kann nachvollziehen, was mit der Stimme passiert, wenn sie in die kafkaeske Maschine reingeworfen werden, die wir Wahlrecht nennen. Ne? Also auch der Staatsrechtslehrer. Also das Wahlsystem, wie sich es entwickelt hat, wie wir es heute haben und wie es auch geändert werden soll, ist völlig intransparent. Es kann passieren, dass Sie jemanden wählen und aufgrund des Systems fällt er unten durch. Bei der Ampel ist es noch schlimmer, was sie vorhat. Ich gehe davon aus, dass das nicht durchgeht beim Bundesverfassungsgericht. So, es gibt verschiedene Dinge, aber Aufhebung von Erst- und Zweitstimme. Ich habe mich ja wirklich jahrelang jetzt mit dieser Thematik befasst. Ich fände es am besten, um klare Verhältnisse zu haben, um auch eine klare Regierung. Und wenn ich mit der Regierung nicht zufrieden bin, dann wird sie nach 5 Jahren abgewählt, kommen die anderen. Mehrheitswahlrecht ist die Lösung. Und zwar die erste Stimme, der jeweils erste und der jeweils zweite in einem Wahlbezirk kommen rein. Haben Sie genau 598. Wir haben 299 Wahlbezirke, der jeweils erste und jeweils zweite. Sodass auch kleinere Parteien mal eine Chance bekommen, ne? Kann man durchrechnen. Aber sie bekommen klare Mehrheitsverhältnisse dann für den Bundestag. So. Den Bürgerrat als Instrument, das würde ich jetzt nutzen, ne? Das war richtig, weil die Parteien es bis jetzt nicht geschafft haben, auch wenn das jetzt die Ampellösung ja scheitert und das bis jetzige Wahlsystem beibehalten wird, führt es weiter zu Überhang- und Ausgleichsmandaten und so weiter. Das heißt, sie brauchen ein transparentes System und der Bürgerrat wäre das für mich das geeignete Instrument, sich damit zu befassen. Und der ist ja da, der ist inzwischen als Institution geschaffen. Und wir müssen Druck machen auf die Parteien, sich zu einigen, dass man den Bürgerrat mit dieser Frage befasst, dass man dieses Mandat an den Souverän, das sind die Wähler, zurückgibt, weil die Parteien, das Parteiensystem es nicht schafft. So, dann Verhältnis Bundestag, Bundesrat ändern, da bin ich zu wenig drin, eine Kompetenzneuordnung, aber ich habe mit Herrn Scholl vorhin kurz diskutiert, zum Beispiel Digitalisierung, warum funktioniert es nicht? Warum haben wir es nicht geschaffen, beim Bundeskanzleramt einen Stab zu etablieren, abgesegnet auch mit den Ländern, auch Ländervertreter drin, die die Aufgabe hätten, ne, das durchzuziehen, Standardisierung einheitlich und so weiter und so fort. Wenn wir das nicht machen, und Herr Scholl hat berichtet, hat vor kurzem in Berlin ja mit Fachleuten gesprochen, die skeptisch sind, dass wir es überhaupt schaffen, das wäre dramatisch. Wenn wir die Digitalisierung, ne, Online-Zugesetz 2.0 kommt, Online-Zugangsgesetz von 2017, ist ja schon 10 Jahre her, stand ja drin, jeder kriegt einen Account als Bürger und kann dann mit der Kommune, mit Land und dem Bund entsprechend kommunizieren. Wie viel Minuten? Ich habe nur ein bisschen Zeit. Ne? Wenn Sie es zu langweilig finden, dann geben Sie mir ein Signal. So, die Fabio, und deswegen müssen wir Wähler das ernst nehmen. Ne? In einer offenen Demokratie, und da sind wir nach wie vor, ist konstruktives Misstrauen Bürgerpflicht, wenn die Regeln der politischen Willensbildung verändert werden. Wahlrechtsfragen sind eminente Machtfragen. Und hier geht es auch bei den Machtfragen eben um das Verhältnis zwischen Parteien, Regierung und Bürgern. Richard von Weizsäcker hat damals in seinem Buch 1992 darauf hingewiesen, im Grundgesetz haben wir 5 Verfassungsorgane. Der Bundestag, die Bundesregierung, der Bundespräsident, der Bundesrat und die Bundesversammlung. Bundesverfassungsgericht. 5 Verfassungsorgane. Aber ein 6. hat sich dazu geschlichen. Die Parteizentralen. In die Parteizentralen fallen die wichtigsten politischen Entscheidungen.
nicht mehr in der Bundesregierung im Verhältnis zum Bundestag. So, darüber sollten wir nachdenken. Also deswegen, und über Wahlrechtsfragen können Sie dieses neues Machtgleichgewicht auch schaffen zwischen einmal den Gewalten und auch zwischen uns Bürgern und den staatlichen Gewalten. So, das waren Änderungen am System. Es gibt eine Möglichkeit, das System insgesamt zu verändern. Und der Vorschlag stammt von Friedrich August von Hayek, das Buch, was ich Ihnen an erster Stelle im Literaturverzeichnis angegeben habe. So, Wahl einer gesetzgebenden Versammlung, um die Gewaltenteilung wiederherzustellen. Bundestag wird, den können Sie dann verkleinern, zur Regierungsversammlung, wird auch nach wie vor gewählt, wenn Sie wollen, zwar der Kammer, aber oben drüber ist eine gesetzgebende Versammlung, die nach diesem Verfahrensvorschlag, darüber kann man diskutieren, ihn auch verändern, gewählt werden sollte. 45-Jährige, ne? Stichwort heißt Berufs- und Lebenserfahrung, Berufs- und Lebenserfahrung, werden für 15 Jahre gewählt in diese gesetzgebende Versammlung, Wiederwahl ausgeschlossen. Das heißt, die Parteiabhängigkeit wird geringer. Jedes Jahr ein Fünftel raus, ne? Und ein Fünftel kommt rein. Das heißt, Sie haben eine Konstanz, Sie haben auch neues Wissen, was jedes Jahr neu reinkommt. Neues Wissen. Und weniger anfällig ist es denn eine solche Einrichtung für Kampagnen und Lobby. Die Leute, die da auf 15 Jahre gewählt sind, unabhängig sind, nicht wiedergewählt werden können, die lassen sich nicht erpressen und lassen sich nicht unter Druck setzen und haben Zeit, in Ruhe über bestimmte Gesetze zu beschließen. Also ein solches Gremium würde ein einfaches Steuerrecht schaffen. Ein solches Gremium würde auch ein einfaches Wahlrecht, was für uns als Bürger nachvollziehbar ist, schaffen können. Weil die Gemeinwohlorientierung viel eher dort verankert ist, als in dem jetzigen Parteiensystem, wie wir es haben. Und das ist keine Schelte in Parteien. Ich würde mich als Partei genauso verhalten, wie sie sich heute verhalten. Die Bedingungen sind halt so. Die Bedingungen sind so. Und wenn ich die Bedingungen verändere, verändert sich das Verhalten. So, das ist ein Vorschlag. So, also wäre bei der Wiedervereinigung eine Alternative gewesen. Nicht kurzfristig, 89 sofort, aber 93, 94 hätte man ja, ne? Und es war ja auch zugesagt an sich, dass so wäre ein Vorschlag gewesen, man hätte eine parlamentarische Versammlung wie 49 ja wählen können. Nicht Direktwahl, sage ich nochmal, sondern eher entweder deliberatives Instrument oder eben eine direkte Wahl einer parlamentarischen Versammlung. Denn Verbesserungen sind möglich, das ist wichtig. So wie wir es heute haben, heißt das nicht, dass es auf ewig so sein muss. Sondern man kann bestimmte Dinge verändern. Ob die Befristung der Mandate oder die Verlängerung der Legislatur, ein paar Beispiele genannt, sowas, das für mich ist sowas auch Vision, sage ich mal. Vision. Aber wenn Sie das erkannt haben, dass wir diese Gewaltenteilung nicht mehr haben, sondern dass die Regierung sich selbst die Gesetze geben kann, unter denen sie herrscht, kann Bürgergeld mal schnell durchsetzen und so weiter und so fort, wenn sie die Mehrheit im Bundestag hat. Oder im Umweltbereich, was wir in der Klimapolitik uns leisten, das ist teuer, teuer, teuer und bringt nichts. Wir tragen das alle, wir sind auch für Klimaverbesserung und so weiter und so fort, aber da wird kurzfristig wird da aus dem Ärmel geschossen, ne? Heizungsgesetz ist also nur das Beispiel, ohne in Ruhe darüber nachzudenken, was vernünftig ist, Wissenschaftler in Ruhe anzuhören, und zwar in der Breite, um zu einem vernünftigen Umweltgesetzbuch zu kommen oder zu einem vernünftigen Sozialgesetzbuch und so weiter. Und an diese allgemeinen Regelungen wäre denn der jetzige Bundestag, die Bundesregierung gebunden. Die können da zwar im Niveau, beim Steuersatz, im Niveau hin, aber nicht dauernd die Struktur. Sie können bei der Sozialgesetzgebung im Niveau was verändern, ne? Mindestlohn gleich hoch oder so, aber nicht in der Struktur ständig Veränderungen herbeiführen. So, natürlich wäre dieses Parlament für die allgemeinen Rechte wie BGB, HGB und so weiter dafür verantwortlich. So, gut für Staaten, die auf der Suche nach einem demokratischen Modell sind und nach wie vor, meine ich, wäre es eine Blaupause für die EU. Blaupause für die EU. So, Aufgabe der Bürgergesellschaft. Ich hoffe, dass es deutlich geworden ist, dass Demokratie eine Aufgabe für die Demokraten, für uns Bürger ist. Und wenn wir uns Bürger nicht drum kümmern, verkümmert die Demokratie.
Deswegen, sagen wir, es gibt in der Demokratie keine vorpolitischen Räume. Habe ich auch lange, lange gebraucht, um zu dieser Aussage zu kommen. Weil in meinem parteipolitischen Umfeld, ne, egal jetzt ob CDU oder SPD oder FDP, sagen wir, jetzt gehen wir zum Sportverein oder zum Musikverein oder zum Chor oder dahin, dass wir gehen jetzt in den vorpolitischen Raum. So, das ist dieses Primat der Politik. Aber wir Bürger sind politische Wesen. Wir sind Aristoteles, in der Demokratie sind wir die Politiker. Ne? So, und müssen uns darum kümmern. Es gibt keine vorpolitischen Räume. So, als ich im Rotary Club vor 30 Jahren diesen Vortrag gehalten habe, ohne die Aktualitäten, die inzwischen dazugekommen sind, ne, haben Freunde so gesagt, jetzt hört auf, wir sind ein Service-Club und kümmern uns nicht um Politik. Klar zu machen, den Unterschied zwischen Politik und Parteipolitik, war lange egal, heute kann ich, seit ein paar Jahren, kann ich beim Rotary Club auch darüber sprechen. Aber am Anfang kommt gar nicht in Frage, wir sind ein Service-Club, wir kümmern uns nicht um politische Angelegenheiten. Aber das war so, der Hinweis, die haben die politische Willensbildung an der Garderobe abgegeben, der Parteien abgegeben. Und dadurch hat sich das so entwickelt. So, Innovationen sind möglich, das ist eben auch wichtig, dass so wie es die Strukturen jetzt sind, sind sie nicht auf Ewigkeit da, sondern sie sind veränderbar. So, Fazit. Gibt den Vorschlag, brauchen wir als Bürger eine unabhängige parteiübergreifende Stiftung Demokratie. Ich wäre dafür, sowas einzurichten. So, und der Udi und die Fabio, das ist dieser Optimismus, Herr Scholl. Ne? Die westliche, die freiheitliche Ordnung ist lernfähig, wenn sie offen miteinander streitet. Und sie wird dann besser als jede Autokratie erkennen, was Not tut. Das ist eine optimistische Grundhaltung, der schließe ich mich an. So, bei Bundespräsident Steinmeier, das ist 2018 im Vortrag bei einem Politologenkongress, hat er das formuliert, fand ich interessant, Gauck hat immer gesagt, erziehen, erziehen, ne? Bis hin zu dem Beispiel abgeleitet Grundgesetz als Schulfach. Also wir müssen erziehen, wir müssen aufklären, wir müssen unsere Demokratie verteidigen. Steinmeier am Anfang auch und irgendwann hat er gemerkt, das reicht nicht, nur für die Demokratie zu werben. Wir müssen Veränderungen herbeiführen. Wie das steht, neue Formen der Beteiligung entwickeln, repräsentative Verfahren verbessern und bereichern und natürlich eine breite Debatte über die Demokratie führen, wie wir es heute tun. Aber auch dann, auch wenn wir das schaffen, diese Veränderung herbeizuführen, ne, gilt diese Aussage von Antonia Grunberg, die letztlich identisch ist mit der Aussage von Böckenförde, die Verfassung kann noch so gut sein, wenn die Bürger das nicht wollen, geht's schief. Deswegen, wenn mit der lebendigen Zivilgesellschaft freue ich mich über so eine Anzeige von Wirth, das Juwel Demokratie. Ich finde das toll, dass er sich als Unternehmer engagiert in dieser Frage. Wenn Sie die Anzeige gesehen haben von DM, bei DM stand drin, die wichtigsten Artikel liegen nicht bei uns in den Regalen, sondern stehen im Grundgesetz. Fand ich auch toll, erstmal toll formuliert. Und dass sich Unternehmen, und wenn Unternehmen, wenn die in Weimar sich so engagiert hätten, wie er jetzt hier oder DM, wäre Weimar nicht kaputt gegangen. Deswegen finde ich das großartig und würde mich freuen, wenn Wirtschaftsorganisationen auch im Saarland sich an dieser Debatte beteiligen. Und alleine dadurch, dass Oliver Gassendig als Vorsitzender von WIN gesagt, wir machen eine Gemeinschaftsveranstaltung mit der Union, ist ein Zeichen dafür, das Thema als wichtig erkannt ist und dass man sich als Bürger, bürgerschaftliche Gesellschaft, als lebendige Zivilgesellschaft hier in diesen Dialog einbringt. Ich bedanke mich dafür, Oliver, für diese Bereitschaft. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und stehe jetzt zu Fragen zur Verfügung.